Eigentlich haben die Aktienmärkte heute stark angefangen, die US Futures positiv, der DAX sprang nach oben, aber dann stiegen die Energiepreise, vor allem die Gaspreise, der Ölpreis ohnehin seit einigen Tagen im Höhenflug und das hat ein bisschen die Sorge vor einer Wiederauferstehung der Inflation geschürt und das würde bedeuten, wenn die Inflation nämlich weiter steigt oder wieder steigt, dass dann die Fed alles andere als die Zinsen senken kann, sondern vielleicht die Zinsen weiter anheben muss und wenn die Zinsen noch weiter steigen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession und das hat so ein bisschen die Partylaune an der Wall Street verdorben. Schauen wir uns mal diese Bloomberg Headline an. Hier heißt es, Nasdaq fällt 1% im Vorfeld der morgigen Inflation. Inflationsdaten, higher energy prices weighted on stock trader sentiment. Also es sind eben diese höheren Energiepreise. Hier sehen wir mal das Minus, nicht dramatisch, aber wie gesagt, wir hatten vorher US-Futures, die im Plus waren, die deutlich zunächst mal zulegen konnten. Und wenn wir uns hier mal die sogenannte Heatmap anschauen, also die verschiedenen Aktien im S&P 500, sehen wir, Energie ist grün, Tech ist weitgehend rot, mit einer Nvidia vor allem, aber auch eine Google, eine Meta fallen, eine Tesla, selbst eine Apple, die ohnehin ja schon so stark abgestraft wurde, die ist negativ, auch die Banken links unten sind negativ, also es hat sich da diese ganze gute Stimmung so ein bisschen umgedreht und das war wahrscheinlich der hauptsächliche Auslöser. Der Gaspreis, also der an der Börse gehandelte Gaspreis, der ist mal eben in der Spitze um 40% an einem einzigen Tag gestiegen und das, obwohl die Lager voll sind, nämlich die Gasspeicher, und ja übergeordnet noch warme Temperaturen herrschen und das hat dann wiederum auch den amerikanischen Natural Gas Preis nach oben gezogen, also den Erdgaspreis, der jetzt erstmals wieder über 3 Dollar liegt seit dem Winter und hier sehen wir, dieser Gas Future oder Natural Gas Future ist jetzt 53% über den Tiefs, die wir im Frühjahr gesehen hatten. Das heißt, wir hatten ja lange Zeit eine Deflation in Energie- und Güterpreisen. Dienstleistung war das, was die Preise nach oben gezogen hat. Und wenn jetzt eben Energie wieder anzieht, wenn von der Seite wieder Inflationsdruck kommt, dann ist das eine unschöne Geschichte, die sich dann eben auch direkt materialisiert an den Tankstellen in den USA. Hier sehen wir mal den Average Price of Gasoline, also Benzin in den USA, 6,1% gestiegen seit Ende Juli. Und in der zweiten Julihälfte ist es ja massiv schon nach oben gegangen mit dem Gasoline-Preis. Und hier sehen wir mal den Ölpreis. Das ist hier diese Grafik oder diese Linie in der Mitte. Unten sehen wir schwarz der Retail Gasoline Price, also das, was die Leute faktisch an der Tankstelle bezahlen. Und blau sehen wir, was ganz nach oben switcht hier, das ist der Wholesale Price, also das sind praktisch die Preise, die im Großhandel gehandelt werden und die sind stark nach oben gegangen, dementsprechend ist es früher nur eine Frage der Zeit, bis eben diese Großhandelspreise dann zu weiter steigenden Benzinpreisen in den USA führen und steigende Benzinpreise heißen in den USA steigende Inflationserwartungen, denn die Amerikaner gucken sehr stark, wenn sie ein Gefühl haben wollen, was die Inflation macht, gucken sehr stark auf die Tankstellenpreise. Die haben dann sehr starken Einfluss auf die Inflationserwartungen und die Inflationserwartungen wiederum haben einen starken Einfluss auf die Inflation selbst als Self-Fulfilling Prophecy. Und hier sehen wir mal den Ölpreis, 7 Wochen jetzt in Folge gestiegen, höchster Stand seit November. Das hat was mit dem Schwarzen Meer zu tun, warum, wieso, weshalb, gleich mehr. Hier sehen wir mal, dass der Ölpreis jetzt allerdings an eine Widerstandslinie kommt. Da könnte er dann zunächst mal nach unten abprallen, um dann mit neuem Schwung rein charttechnisch sogar in die mittleren 90er Bereiche zu laufen. Derzeit sind wir ja so bei 83 Dollar für das amerikanische Öl. Ein weiterer Faktor, der hier in Deutschland kaum beachtet wird, das sind die sich androhenden Streiks, die hier der Fall sind, vor allem bei Ford, General Motors und Stellantis. Und hier fordern die Gewerkschaften mehr als 40% Lohnanstiege, dazu noch einige andere Extras. Das würde bedeuten, erstens, wenn es zu den Streiks kommt, dann würde weniger Angebot von Autos auf den Markt kommen, was die Autopreise wieder nach oben bringt. Oder wenn die Arbeitgeber den Arbeitnehmern entgegenkommen, sagen wir mal nicht über 40%, aber vielleicht so 20, 25%, dann
würde das auch wieder ziemlich inflationär wirken. Das wäre dann sozusagen die Preis-Lohn-Spirale. Höhere Preise fordern oder die Menschen, die Arbeitnehmer fordern aufgrund höherer Preise höhere Löhne. Die Arbeitnehmer hier sagen in dem Fall, dass die Autokonzerne noch super Profite gemacht haben. Da muss man mal was abgeben. Das könnte noch eines der ganz, ganz großen Themen werden. Aber kurzfristig, morgen, Inflationsdaten aus den USA 14:30. Hier mal die Schätzungen für die Headline. Schwanken zwischen 0,2 und 0,3% zum Vormonat und zwischen 3,1% und 3,4% zum Vorjahresmonat. In der Kernrate sehen wir hier die Schätzungen oder sehen Sie selber. Also man würde damit, wenn es über 3% sind, was die Headline CPI betrifft zum Vorjahresmonat, wäre das ein Wiederanstieg der Inflation. Wir hatten ja im letzten Monat 3,0%. Und hier sehen wir mal den Realtime-Tracker der Cleveland Fed. Die gehen sogar von 3,4% aus, sind da also am oberen Ende. Für August erwartet man sogar 4,1%. Ob das so kommt, ist sicherlich die Frage. Aber es zeigt so ein bisschen, dass dieser Abwärtstrend bei der Inflation vorbei ist. Und das zeigt sich auch etwa bei den längerfristigen Inflationserwartungen, die sogenannten 5-Year-5-Year-Swaps. Da sehen wir, da ist die Inflationserwartung jetzt so hoch wie nur einmal 2020 und sonst war das hoch 2014. Also die Inflationserwartungen steigen. Steigende Inflationserwartungen, wie gesagt, sind per se latent inflationär, eben weil sie Inflation schüren aufgrund einer self-fulfilling prophecy. Jetzt sagen viele, naja gut, aber guckst du nach China, da haben wir schon Deflation. Und hier sagt dann auch JP Morgan, ja, das könnte wirklich einiges wegnehmen von diesen inflationären Tendenzen, könnte die Inflation deutlich nach unten bringen, auch in den westlichen Ländern. Wir hatten ja sowohl Erzeugerpreise als auch Verbraucherpreise in China negativ. Jetzt sehen wir, dass immer weniger Exporte von China in die USA gehen und nach Europa gehen. Wir sehen also eine gewisse Entkoppelung. Diese Entkoppelung ist allerdings eine Verlagerung. Die Fertigungstiefe in China nimmt ab. Viele Produkte, die jetzt nicht mehr in China hergestellt werden, sondern in Malaysia, in Vietnam oder woanders, die brauchen dennoch Zulieferer aus China, aber dann werden sie von Malaysia oder von Vietnam in die USA exportiert. Dementsprechend ist diese Entkoppelung nur teilweise der Fall. Aber, und das ist vielleicht auch sehr, sehr wichtig, Bob Elliott verweist darauf, dass vor allem diese deflationären Tendenzen in China aufgrund der Schwäche der heimischen Nachfrage entstehen und letztendlich relativ wenig Einfluss dann auf die westliche Welt haben. Wir werden sehen, wie es kommt. Also ist China wirklich ein deflationärer Faktor? Ja oder nein? So oder so. Wenn die Inflation hoch bleibt, dann bleiben die Renditen hoch. Wenn die Renditen hoch bleiben, dann macht es Sinn, ohne Risiko zum Beispiel Geld in Geldmarktfonds zu packen oder in dreimonatige US-Staatsanleihen zum Beispiel, denn dieses Cash, wenn man es als Cash bezeichnen will, das hat jetzt eine höhere Rendite als die normale Gewinnrendite bei Aktien. Es ist also eine Alternative, das ist sozusagen ein Gegenwind für die Aktienmärkte. Und viel war ja die Rede vom Bullenmarkt, weil vor allem die großen Tech-Aktien die Indizes nach oben gezogen haben. Aber schauen wir uns mal den Russell 2000 an, also die Nebenwerte in den USA, die ja sehr stark auf den heimischen Markt fokussiert sind. Hier sehen wir, die sind jetzt wieder in einem Bärenmarkt, haben also 20% verloren von der Spitze. Und wir sehen, die haben im Grunde, diese Russell 2000 Aktien haben im Grunde seit Januar, sind sie in einer Seitwärtsrange. Und normalerweise müsste man sagen, okay, wir haben große Tech-Werte, die gut gelaufen sind, warum auch immer, KI-Euphorie oder so, was auch immer, aber dann müsste doch der breite Markt, und dazu gehören die Nebenwerte, die oft ein Vorläufer sind, müssten doch auch in einen Bullenmarkt reinkommen, aber das tun sie nicht, die laufen praktisch seitwärts und die Probleme, die derzeit oder derzeit ist es ein bisschen ruhiger geworden um Gewerbeimmobilien, aber jetzt mit WeWork bekommt das eine andere Dimension. Das Unternehmen scheint kurz vor der Pleite zu stehen. Man hat selbst erhebliche Zweifel an der Fortsetzung der Geschäftstätigkeit. Der Aktienkurs von WeWork, der damals mit viel Euphorie über ein SPAC bla bla an die Börse gekommen ist, der ist im freien Fall. Und das hat noch eine andere Dimension, denn WeWork ist ein Großmieter von europäischen Gewerbeimmobilien.
Immobilien, also Büroimmobilien in den USA, selbst in Asien, wenn WeWork pleite geht, dann würde ein riesiger Schwall an Büroräumen praktisch auf den Markt kommen, leer stehen. Das würde die Immobilienpreise, die Gewerbeimmobilienpreise weiter nach unten ziehen. Das wiederum wäre ein Problem vor allem für die Regionalbanken in den USA, aber auch für andere Banken, denn die geben ja Kredite an solche Gewerbeimmobilienbetreiber. Jetzt ist die Gewerbeimmobilie weniger wert, damit sinkt die Sicherheit. Gleichzeitig sind in letzter Zeit die Zinsen gestiegen. Das ist also ein ziemlich giftiger Cocktail. Und eben jetzt auch die Geschichte mit den höheren Zinsen, die sich Stück für Stück jetzt eben reinfressen wird ins System, nachdem viele eben noch in Nullzinsphasen ihre Kredite abgeschlossen haben. Aber jetzt alleine beginnt ja schon im September diese Rückzahlung der Student Loans, der Studentenkredite. 45 Millionen Amerikaner etwa müssen da wieder ran. Inzwischen sind die Schulden über diese Student Loans gestiegen, denn die sind weiter verzinst worden. Also das wird noch ein richtiges Thema. In Deutschland haben wir jetzt den Beschluss der Bundesregierung, dass der CO2-Preis von 35 Euro auf 40 Euro steigen wird ab 1. Januar. Das bedeutet, dass Benzin für uns alle, ob Diesel oder ob normales Benzin, um 4 Cent pro Liter teurer wird. Auch das wieder natürlich inflationär. Gleichzeitig sehen wir wieder einen steigenden Strompreis. Der steigt, obwohl die Abgabenlast an den Staat geringer wird. Aber da ist viel Politik natürlich, diese CO2-Bepreisung und diese ganzen Geschichten ist damit dabei. Und wir sehen natürlich dann auch eine Bundesregierung, die Sozialismus und grüne Wirtschaftspolitik betreibt, nämlich die Umkehrung der ökonomischen Prinzipien. Statt mit geringem Aufwand, wie Rainer Zittelmann hier schreibt, maximale Effekte zu erzielen, werden mit größtmöglichem Aufwand minimale Effekte erzielt. Denken da an diese Förderung von Intel oder TSMC, diese Chip-Konzerne, die mit Milliarden hier subventioniert werden und wahrscheinlich eher nicht Chips der neuesten Generation bauen hier. Das ist kein Zufall, wenn man dann eben zum Beispiel in Talkshows dann solche Leute wie Ulrike Herrmann einlädt, die eben ernsthaft sagt, wir müssen zurückkehren zu einer Art Kriegswirtschaft wie in England in den 1940er Jahren. Wir brauchen den grünen Sozialismus, oder Ricarda Lang, die uns über Wirtschaftspolitik belehren, Robert Habeck. Als Kinderbuchautor hat mehr zu sagen als Hans-Werner Sinn. Das bedeutet, dass da natürlich ökonomische Schwierigkeiten mangels Sachverstand entstehen, ist dann vielleicht jetzt nicht so unbedingt überraschend. Abschließend, meine Damen und Herren, nochmal 3 Empfehlungen. Erstens der Gaspreis. Warum ist der heute so massiv gestiegen? Was ist da eigentlich los? Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. China meldet jetzt eine Abwärtsrevision für seine Exportdaten. Die hat man heute Mittag bekannt gegeben. Man revidiert also die Vormonate massiv nach unten, um dann eben als Basiseffekt einen niedrigeren Jahresvergleich zu haben, um dann eben nicht sagen zu müssen, wir sind immer noch in der Deflation, reine Statistikmanipulation. Ohnehin waren die Exportdaten zum Beispiel aus der Vergangenheit schon hochgradig fragwürdig. Da haben wir bei Finanzmarktwelt auch einen Artikel drüber geschrieben. Zweite Empfehlung und die dritte Empfehlung. Warum steigt der Ölpreis? Das hat viel mit dem Schwarzen Meer-Risiko zu tun. Ukraine-Krieg, Sie denken an diese Aufkündigung des Getreideabkommens und dann eben diese ganze Geschichte Schwarzes Meer, da Beschuss. Das hat Einfluss eben auch auf den Ölpreis. Also diese 3 Artikel möchte ich empfehlen. Jetzt sage ich Servus und Ciao.